Servus Leute. Was ihr da seht, dürfte einigen von euch bekannt vorkommen, ist auch schon eine ganze Weile im Böker-Katalog vertreten, dass das Böker Plus XS hat insofern für mich eine besondere Bedeutung, weil es das erste Messer war, das ich mir selber ausgesucht und selber gekauft hatte. Ich hatte schon immer Messer, Schweizer Taschenmesser, ich war Pfadfinder und hatte verschiedene feststehende Messer und dergleichen. Aber das habe ich mir tatsächlich vor ungefähr 3 Jahren als mein erstes geplantes EDC zugelegt. Und somit war das XS mehr oder weniger meine Einstiegsdroge und mein Einstieg in die Messerwelt. Dem habe ich einiges zu verdanken, sowohl von der tatsächlichen Benutzung auch als auch von dem, was darauf folgte. Aber darum soll es jetzt gar nicht so großmächtig gehen. Das XS habe ich jetzt, wie gesagt, seit 3 Jahren und im ersten Jahr war es fast mein ausschließliches EDC, weil ich da noch kein anderes hatte. Das heißt, es hat schon einiges gearbeitet, würde ich sagen. Na. Dankeschön. Dafür sieht es aber noch erstaunlich gut aus. Es hat ein paar feine Kratzer auf der Klinge, die man aber auch nur beim richtigen Lichteinfall sieht. Und sonst haben sich technisch auch noch keine Schwierigkeiten eingestellt. Es ist ja ein Slipjoint, das heißt keine Verriegelung. Und ansonsten kann ich über dieses Messer eigentlich nur Gutes berichten. Es hat eine sehr schöne Klingenform. Dieses Reverse Tanto, wie man es auch immer nennen will, ist tatsächlich eine sehr nützliche Klingenform. Sei es jetzt beim Öffnen von Paketen oder beim Zerteilen von Obst, anderen Lebensmitteln, weil dadurch, dass es ja im Endeffekt nur eine, naja, es ist, jede Klingenform ist eine Modifikation einer anderen Klingenform, aber die Spitze ist relativ weit unten, weswegen sich es auch auf Oberflächen mit Zugschnitten sehr gut macht. Hat den Böker-typischen 440C, mit dem ich mich sehr gut angefreundet habe, einen Hohlschliff, was dafür sorgt, dass die Spitze unglaublich fein ausläuft. Wenn es heute noch was wird. Wohl nicht. Die Spitze. Ah, jetzt haben wir es. Die Spitze ist wirklich, wirklich, wirklich fein. Also ich glaube, ich habe kein anderes Messer mit einer so feinen Spitze, was natürlich für viele Aufgaben eigentlich eine gute Sache ist, wenn man feine Arbeiten machen will, was allerdings in die andere Richtung auch wieder ein Problem ist, da die Spitze dadurch etwas anfälliger gegenüber Brüche wird. Aber gut, es dürfte eigentlich jedem halbwegs verständigen Menschen klar sein, dass man mit so einer feinen Klingenspitze jetzt keine Hebelarbeiten ausführt. Wie gesagt, Slipjoint-Mechanismus mit Half-Stop und einer ordentlichen Federkraft. Und genau deswegen wollte ich dieses Ding, weil es mir eine gewisse Sicherheit bieten sollte. Ich wollte jetzt kein Slipjoint, das einfach so mit einer lummerlichen Feder, das ich mit leichtem Fingerdruck hier schon schließen konnte, sondern ich wollte irgendwas, was mir schon ein bisschen Sicherheit beim Arbeiten bieten konnte. Dazu trägt natürlich auch diese Fingermulde bei, wo der Zeigefinger sehr ergonomisch drin verschwindet beim Benutzen des Messers und was natürlich gleichzeitig auch noch ein ungewolltes Schließen verhindert. Man kann auch hier hinten greifen, dafür ist bei Handschuhgröße 9 der Griff noch ausreichend dimensioniert. Dann hat man aber natürlich diese Schutzfunktion nicht mehr. Sie ist noch zum Teil gegeben, aber ich benutze das Messer in 95% der Fälle so, würde ich mal sagen. Schalen sind G10. Fast schon eine weiche Struktur. Also es ist, ich würde sagen, es ist softer als jetzt hier vom Mannix zum Beispiel. Auch schon ganz dreckig. Das ist fast, obwohl es feiner aussieht von der Struktur, ein bisschen rauer als das vom XS. Ja gut, und hier von Cold Steel brauchen wir gar nicht reden, weil das ist ja Schleifpapier. Was ich jetzt eigentlich noch vorhabe
Da werde ich ein extra Video draus machen. Ich habe das Messer seit 3 Jahren und ich glaube, ich habe es noch nie auseinandergenommen. Oder zumindest ich kann mich nicht daran erinnern. Und der Klinggang hat sich, ist so ein bisschen zäh geworden. Also nehme ich mal an, dass hier irgendwie ordentlich viel Dreck drin sein wird und sonst was. Und ich werde das Messer mal auseinandernehmen und ihm ja ein bisschen Reinigung und Pflege zukommen lassen. Dem guten Stück, das mir schon so lange gute Dienste geleistet hat. Jetzt hatte ich ja am Anfang gesagt, das XS war mein erstes Messer, das ich mir so aktiv ausgesucht habe und was dann im Endeffekt ja meine Einstiegsdroge geworden ist. Und jetzt möchte ich mal fragen, was war denn eure Einstiegsdroge in die Messerwelt? So, ich weiß nicht, gibt ja viele, viele so Standards hier zum Beispiel. Das Cryo, das ja auch sehr, sehr beliebt ist, aber wahrscheinlich eher nicht in Deutschland. Da ja, naja, Assisted Opener Flipper und da ist mit 42 Jahren natürlich nicht so weit her. Jo, deswegen möchte ich mal fragen, was war eure Einstiegsdroge? Womit seid ihr in die ganze Messersuchtszene da reingerutscht? Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich interessieren. Und dann dürften wir uns zum Böker Plus XS Zerlege- und Pflegevideo wiedersehen. Jo, tschüss.